Abend. Ist doch klar, dass Sie bei uns sind. Wir haben wunderbare Gäste eingeladen und wollen Sie gut unterhalten. Das, wo andere sich ekeln oder schämen, da fängt für Sie der Spaß erst an. Deswegen können wir mit ihr darüber sprechen, dass man sich im Sommer mal nicht duscht. Zwei Bestseller, eine Zeitkolumne, hunderttausende Follower bei Twitter und Instagram. Was bespricht sie dort eigentlich mit den Leuten? Was teilt sie da und was erfahren wir? Die Liebe zur Natur und die Lust, sie zu retten, scheint doch vererbbar zu sein. Und bei dieser Sache fragen sich Vater und Tochter auch, wie essen wir eigentlich? Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Carina und Peter Wohlleben, herzlich willkommen. Peter, der bekannteste Förster Deutschlands. Wir wissen um dein Verhältnis zu Bäumen. Wir wissen genau, wo deine Leidenschaft liegt. Jetzt sitzt deine Tochter neben dir, Carina. Wie ist so eine Kindheit dann in der Eifel, wenn man da so ein Forsthaus hat, gehabt, Pflanzen, du hast also das volle Programm da. Du wusstest, wie Tiere auch auf den Teller kommen, das ist klar. Manche hatten ja auch einen Namen. Bei den Kaninchen war es in Ordnung tatsächlich. Ach so, macht es dann etwas leichter. So. Ich bin ganz froh, dass wir in dem Gespräch gleich noch die Kurve kriegen. Ihr hattet einen Selbstversorgerhof, das heißt, du hast auch gejagt und du hast auch, oder ihr habt auch geschlachtet. Das bei dir vorbei. Du hast irgendwann gesagt, zusammen mit deiner Frau, wir werden jetzt vegan gewesen. Du hast ja zu dem Zeitpunkt nicht gesagt, komm Papa, da mache ich mit, sondern es war ganz leicht zeitversetzt. Hm? Mhm. Genau. Jetzt, du hast schon diesen Gesichtsausdruck dazu. Und mir bekam das nicht gut, so auf mein Essen zu achten. Bereiten, und dann hat man seine eigenen Sachen dabei. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich wieder in so Muster reinrutsche aus meiner Teenagerzeit, wo ich so Obsession mit Essen hatte. Und habe gemerkt, okay, dann esse ich doch. Ich habe das Gefühl, es gibt so vegane Gerichte, wenn man die einmal zu Hause gekocht hat, merkt man, gesagt hat, dieses Mal eben unterwegs irgendwas finden, was dann passt. Daran bist du ja auch eine Zeit lang gescheitert. Du hast ja nicht sofort immer gesagt, alles vegan. Ja, ist halt so. Wir haben ja Fleisch, das ist ja in Ordnung. Aber du hast es gerade schon mal so angedeutet, Peter, was ich mir dann auch schwer vorstelle in einer großen Familie. Ich meine, Natascha, bei euch ist es möglicherweise auch so, man kommt zusammen. So, der eine ist Vegetarier, der nächste hat die Unverträglichkeiten. Das geht, er kocht, ihr wart jetzt auch zusammen im Urlaub. Habt ihr unterschiedliche Tische oder wie geht das alles? Also wir essen ja ziemlich gleich und wir, also meine Frau und ich, haben den großen Vorteil, dass Karin... Aber Großeltern und so schon angesprochen. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde meiner Mutter sagen, Weihnachten keine Rouladen. Vegan kochen, obwohl ich das gar nicht erwarten würde. Und wir haben auch schon festgestellt, so in den Runden ist es auch oft so ein Generationenthema, ne, dass eher die Jüngeren anfangen, diese Themen, auch wenn es bei euch ein bisschen andersrum war, mit nach Hause zu bringen. Habt ihr sowas? Kann man durchgehen lassen. Also man muss ja mit nichts radikal sein. Man darf ja auch mal so seine... Dazu, wenn man jetzt damit rausgeht. Ich meine, Peter, du bist mit dem Klimaschutz unterwegs gewesen. Da weiß man, dass du damit nach draußen gehst, weil du wirst ja ordentlich Gegenwind auch bekommen an der einen oder anderen Stelle. Einer durch die Rezepte und durch die Tipps weniger tierische Produkte ist... Ja, in der Öffentlichkeit gestanden, mit deinen Themen viel mitgemacht. Jetzt macht Carina das auch, geht raus, steht für ihre Sache. Und trotzdem gibt es da auch immer Kritik. Das ist auch anstrengend, das durchzusetzen. Denkst du da manchmal, du wolltest als kleiner Junge... Wolltest du auch schon Naturschützer werden? Ne? Also das war immer schon dein Ziel, auch die man da am Ende, wenn man das so erlebt. Am Ende muss man sagen, Papa wahrscheinlich immer ein Vorbild gewesen. Und esst was Schönes zusammen. Toll. Damals vor langer Zeit redete sie, was ihr gerade so in den Sinn kam und begeisterte eine ganze Generation. In ihrer Rolle als Tatortkommissarin tut sie das auch und Nein, genau. Und ja. Insofern... Ich bin erschrocken. Magst, also ist da auch ein gewisser Spaß dran, auch mal so eine richtig Ja, das traue ich auch gerade richtig sortiert. Das ist unsere Strategie. Wir verwirren die. Öffne, Susanne, wir haben da schon drüber gesprochen. Ich bin, seitdem ich tatsächlich Liebe gesehen habe, mit dir bin ich stinksauer auf dich. Ich will drüber sprechen, weil das hat mich auch schon echt ein paar Jahre gelassen. Siehst du? Also, ich würde mich gern hinlegen. Und ich immer alles nur mit einem halben Auge liest. Seinen Beruf brennt und viele Informationen verbreitet, damit wir uns alle auch ein bisschen sicherer und wohler fühlen. Und das als Dermatologin, Jael Adler. Herzlich willkommen nochmal. Dankeschön. Erstmal hektisch wieder zu Hause rumgerannt, habe nochmal die Sonnencremes gecheckt. Ja. Weil das ja immer so ein Ding ist, dass man denkt, schon abgelaufen, wie lange darf ich überhaupt und so. Ich glaube, der Sommer ist für Dermatologen, für Hautärzte ist aber... Denn die Haut merkt sich das. Es gibt leider immer noch einen Anstieg, ungebremst von Hautkrebs. Viele Leute, und gerade jetzt, wo wir über die Krisen reden, alles ist so teuer, Sonnenmilch ist ja auch immer so teuer. Naja, und dann denkt man ja immer, komm, heute mal Gesicht reicht, der Rest... Den enthalten ist, das ist ein chemischer Filter, der in die Hersteller reagieren ja auch schon. Das ist jetzt auch schon aus vielen Produkten raus. Und aber noch nicht auf uns. Ich habe doch gesagt, die Frau ist leidenschaftlich. Ja, weiß ich Bescheid. Also, viel Creme.
Der, sagt der eine oder andere, komm. Ja. Genau, man darf auch Deo nehmen und auch übrigens die aluminiumhaltigen Antitrans. Man grillt Alufolie oder Alugeschirr und salziges und saures da drin einpackt. Das soll- du hast jetzt zwei Teenager-Jungs. Ja. Ne? Das ist, das, da gibt es ja Phasen, wo das nicht, das harmoniert dann manchmal nicht so. Aber du hast ja sicherlich, ich meine, du bist so leidenschaftlich dabei, werde ich nicht. Ja. Wie ist das mit deinen Jungs? Gibt es da, da sagen die, Mama ist schön. Haben das alle geguckt und dann so alle. Du hast es jetzt gerade angesprochen, schon was du so postest. Ich erkenne auch, ich folge dir ja zum Beispiel bei Instagram. Ich weiß immer, das sticht doch deutlich raus aus diesen Fotos, die da normalerweise zu sehen sind bei Instagram. Wie ist das, wenn man da sagt, guck mal hier, eine Hautkrankheit und oben drüber hat wieder jemand sich. Ich finde es einfach großartig, dass du das so machst und ja. auch aus den Tabuzonen rausholst, solche Themen. Wir haben eben, Sophie, wir haben drüber gesprochen, wahrscheinlich wenn du, ja, früher, nein, Moment, ich bin nicht, das ist ja zum Beispiel, hast du mir eben schon gesagt, mal das große Thema Akne. Ach, ja. Was dich wirklich sehr belastet hat. Und es wäre eigentlich schön gewesen, wenn man da vielleicht noch mal Möglichkeiten gefunden hätte, mit jemandem wie Jael oder so zu sprechen. Jetzt oder? Ist Pfirsich. Genau. Mal, und wenn man da auch mal in solchen Kanälen solchen Dingen begegnet und sagt, aha, guck mal, erstens andere Leute haben diese Themen und es gibt Hilfe, dann ist es ja wirklich sehr sinnvoll, wo man sagt, also warum ist das eigentlich so, dass wir so selten darüber reden? Thema Urlaub. Da gibt es zum Beispiel auch das Thema, was wir Frauen haben. Das war mir auch nicht klar, weil redet ja auch keiner drüber. Du sagst, wenn der Urlaub beginnt, ist bei Frauen schon mal der Spaß auf der Toilette vorbei. Ganz genau darüber gesprochen, da war ich noch gar keine Ärztin. Und dann haben die mir erzählt, ja klar. Das, weil wir sind ja alle Menschen, wir tun ja immer so, als gibt es Teile von uns. Ja, gut, das kann geschrieben, dass Leute dir einfach Fotos schicken und so weiter. Das ist ja auch eine Kommunikation mit einem Arzt, die da auf eine interessante Art und Weise aufgenommen wird. Normalerweise kennen wir das ja, wir kommen in die Sprechstunde. Und viele Patienten gehen dann nach Hause und sagen, Mensch, hat wieder keiner zugehört. Hat man beschäftigt zum Beispiel, was ist denn da eigentlich los? Weil wenn man dich trifft, dann denkt man ja, Mensch, dir kann ich alles erzählen und danach bin ich auch schlau. Wir können dich in... Aber ja, eine Sache muss ich noch klären. Gibt es Dinge, wo du sagst, nee, das ist mir auch fies? Das ist weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es mir ein bisschen leichter fiel generell, weil ich eine gewisse Sicherheit von den ersten beiden Shows hatte. Und sie gilt als eine der meinungsstärksten jungen Frauen in Deutschland. Egal, ob sie twittert, was bei Instagram schreibt, Bücher schreibt, im Fernsehen sich äußert. Sophie Passmann ist bei uns. Schön, dass du bei uns bist. Du bist Moderatorin, du bist Influencerin. Werden wir später noch drüber sprechen, ob du das eigentlich noch so gerne der magst. Blick. Oh, der Blick. Hab ein Motorrad jetzt, dass ich keine Lederjacke anhabe, kannst du froh sein. Von deiner ja, extrem Coolness, meinst du? Ja. Wie würdest du cool denn definieren? Was ist denn cool für dich? Oder kannst du da was für dich rausziehen und sagen, ja, das ist echt cool, an Influencerin gesagt, geguckt. Es gibt ja viele Menschen, die versuchen, dich in Schubladen zu sortieren, dir Titel zu geben. Wenn du dich selber anmoderieren würdest, Podcasts und so weiter, wo wahrscheinlich auch Leute sagen, okay, wenn man einen Podcast macht, das verschwimmt ja manchmal so ein bisschen von den Begrifflichkeiten. Was auf jeden Fall dazugekommen ist, und das würde ich jetzt aber schon mit ergänzen, du bist jetzt auch Schauspielerin. Ja, letztes Jahr diese Serie gedreht und habe das erste Mal mit einem Amazon laufen wird. Ja. Damage Goods heißt das. Und damit wir mal sehen, was du da so auswendig gelernt hast, schauen wir uns mal einen Ausschnitt an. Und wie ist das? Also, ich meine, bei Jael müssen wir sagen, ihr hast es schon als Fan, es wurden wieder Tabuthemen angesprochen, wunderbar. Wir werden schon lastig. Es gibt sogar wirklich einen Ausschlag in einer der ersten Folgen. Also, bitte. Er wird nicht gezeigt, aber es wird bei mir jetzt nicht im Moment, aber ich würde mich melden, falls ja. Super. Wir sind ja wirklich, also Heike, das ist nicht immer so Runde. Ab heute ist es wirklich ein bisschen Wartezimmer. Heute hier, überwiegend, ne? Frauen übrigens. Ist ja eine schöne Runde für mich. Ja, fantastische Runde. Du musst natürlich, also, wie war es denn jetzt für dich zu Schauspielern? Ist ja was, also abgesehen vom Texte lernen, du bist 28. Stimmt. Wie weit würdest Warum sagen, sprichst du mich jetzt? Wirst du gerne Erwachsener? Ja, ich finde das fantastisch, wirklich. Ich bin froh um jedes Lebensjahr in meinen 20. Gerade wenn Leute mich kritisieren. Ich meine, du bist im Netz unterwegs, du machst auch deine Podcasts, also es ist nicht nur in den Serien, du bist auch als Podcast. Diesen Hashtag so mächtig werden zu lassen, dass der am Ende, da gibt es Rezepte, Vegane, und sie scheint auch da ganz gut zurechtzukommen. Sagst du das, okay, das, was Sophie jetzt da so alles erzählt hat, da bin ich noch dabei. Da Podcast-Hörer jetzt vielleicht. Ja, wir haben das schon. Wir können ja mal sagen, ich entwickle mich weiter. Ja, pass auf, ich erzähle, was ich meine. du hast ja gerade schon mal gesagt, das ist einer der nervigsten Orte. Du würdest dich wahrscheinlich immer mehr von Twitter entfernen, umso älter du wirst. Jetzt hast du ja durch diese Schauspielerei und auch eine Entwicklung da geschehen zu lassen, wo doch immer alle so genau da drauf gucken. Dazu tragen. Sophie Passmann ist bei uns. Danke dir. Was ganz anderem passiert. Jetzt, wieder drin vor, ja. Die ich dann auch meinen Kindern erzählt habe. Na klar. Wie war das mit... war der Kölner Treff an diesem Freitagabend. Schön, dass Sie dabei waren. Wir möchten uns auch bedanken bei unserem Publikum und natürlich bei unseren tollen Gästen. Viel gelernt. Dankeschön. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön.